Heute im Gespräch Gudelia Stenzel und Lilly Stenzel. Es ist der 21.03. und es ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Darum geht's heute. Herzlich willkommen bei Angedacht. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Stenzel, mit Ihrer Tochter. Hallo Lilly, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Sie sind in einer Elterninitiative Down and Up und es ist heute Welt-Down-Syndrom-Tag. Ja, das ist, also ich kenne das vom seit die Geburt meiner Tochter durch die Elterninitiative und das feiern wir einmal im Jahr. Erstmal um unsere Kinder zu feiern, dass sie da sind, dass sie lebenswert sind. Okay. Und ja, und auch um die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren mit dem Thema, zu informieren, dass, ja, dass diese Menschen ja, liebenswert sein können, sein oder sind. Und ja, dass es dann einfach bekannt ist, dass es auch so einen Tag gibt. Was macht ihr an dem Tag konkret? Wir treffen uns, das sind mittlerweile sind wir um die 100 Familien im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn. Ui. Und also wir waren bestimmt gewiss 80, um die 80 Leute, kommen ja wie die Geschwisterkinder und Väter. Und wir essen zusammen, jeder tut was für das Buffet bei und wir tauschen uns aus. Und da wer ein trauriges Gesicht erwartet, sage ich mal so, der neu ankommt, da ist er, ja. Wird direkt aufgenommen und kriegt mit, dass ihr eine lustige und bunte Truppe seid. Wir lachen viel, okay. Wir quatschen viel, wie jede andere Gruppe, egal wo es ist. Also da. Die Lilly ist die dritte in ihrer Familie, sie haben noch zwei Söhne. Und wie ist es für ihre Kinder gewesen, ist es für sie selber gewesen? Also sie wussten, Lilly kommt auf die Welt und das ist Trisomie 23. Dabei, was waren so Ihre ersten Gedanken? Das ist eine sehr intime Frage, das weiß ich. Was ging Ihnen durch den Kopf? Das war ein Problem. Also wir wussten das nicht von der Diagnose. Ihr wusstet es nicht? Nein. Okay. Das war eine ganz normale Schwangerschaft, wie die anderen zwei auch. Und wir haben zwei Tage nach der Geburt, per Zufall, mein Mann hat nachgefragt. Okay. Ihm ist es aufgefallen, dass die Augen ein bisschen anders aussehen als bei den anderen. Ja. Mir ist nicht aufgefallen, weil ich fand sie ganz normal. Und nach mehrmals den Kinderarzt fragen, dann hat er seine Vermutung auch dann geäußert, dass es eventuell Trisomie sein kann, aber er wollte sich nicht weiter äußern, nicht vorher einen Bluttest gemacht zu haben. Dann haben wir einen Bluttest gemacht und drei Tage später hatte er das Ergebnis, das war doch die freie Trisomie. Und ja, ab dem Zeitpunkt waren wir natürlich in einem Schock. Wir sind in ein tiefes Loch gefallen, mein Mann und ich. Das war auch nicht einfach. Leider muss ich sagen, im Krankenhaus haben wir gar keine Informationen oder ein bisschen moralische Unterstützung bekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten wir gebraucht. Und das Einzige, was ich bekommen habe, war ein Flyer von der Elterninitiative, wo wir jetzt sind. Das ist echt ein bisschen wenig, oder? In der Hand gedrückt und gesagt, dann suchen Sie sich mal Hilfe, Sie werden es gebrauchen. Gut, und dann haben wir uns natürlich dann an diese Elterninitiative gemeldet und seitdem sind wir da, seit die Lilly zwei Wochen auf der Welt ist. Du bist jetzt im Kindergarten, ne, Lilly? Echt? Und was ist das Schönste im Kindergarten für dich? Die Sarah, die Erzieherin. Die magst du ganz doll? Lilly. Aha, okay. Und die Madeleine, ne? Madeleine ist die andere Erzieherin. Ah, okay. Genau. Und der Kindergarten, den Sie gefunden haben, ist das ein integrativer Kindergarten? Ist das ein ganz normaler Regelkindergarten? Und das ist ja super, dass die dann auch einfach Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufnehmen dann, ne? Also wir haben jetzt eine Integrationskraft beantragt, weil es einfach von der Anzahl der Kinder sind 26 Kinder in der Gruppe. Das ist richtig, richtig viel. Und das ist, Kriegst gleich was hier. Von der Anzahl der Kinder auch nicht immer machbar, auf die Bedürfnisse von Lilly immer einzugehen. Und wir haben eine Integrationskraft beantragt und auch bekommen. Okay. Und ja, es sieht gut aus. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der wird demnächst in den Kindergarten kommen und sie einfach unterstützen in ihrem Alltag. Ja, ich finde es gut, dass es so eine Initiative wie eure gibt, Down and Up, das ist ja auch ein schöner Name, ja, also runter und hoch, ne? So übersetze ich das mal. So ist es in jedem Leben und Menschen brauchen Menschen, die gerade dann, wenn ich selber
down bin, ja, mir helfen, dass ich wieder hochkomme. Mhm. Und im Krankenhaus habe ich verstanden, war das jetzt in der ersten Phase nicht ganz so dolle. Nee, leider nicht. Da wünscht man sich andere Unterstützung. Ja. Euer Verein, der sitzt in Bonn. Mhm. Ja. Wie oft trefft ihr euch? Wir treffen uns einmal im Monat, okay. Einmal tagsüber, also es ist immer unterschiedlich, weil wir uns privat treffen. Also jeder bietet sich dann in der Wohnung oder im Haus an und dann mal treffen wir uns am Wochenende, mal in der Woche zum Frühstück oder zum Kaffee. Mhm. Das ist regelmäßig einmal im Monat und einmal im Monat abends zum Elternstammtisch und dann werden auch Informationen ausgetauscht. Okay. Ich werde die Infos mal zusammenstellen, wenn Sie mir die geben und werde die dann auch mit veröffentlichen. Letztes Wort. Falls irgendein Arzt, irgendeine Krankenschwester das Video sieht, bitte versuchen die Patienten, die werdenden Mütter, keine Angst zu machen. Ja. Und bitte auch bieten dieser Person mehrere Möglichkeiten, weil erst dann kann ich mich entscheiden. Okay. Wenn ich nur einen Weg sehe oder vor mir habe, kann ich nur diesen Weg gehen. Und das ist meistens leider Gottes von... also die Rate der Abtreibung ist sehr hoch. Mhm. Also 90% der Schwangeren mit so einer Diagnose treiben es ab. Mhm. Und nur 10% behalten das Kind mit Down-Syndrom. Und das ist ziemlich traurig, weil wir sind, denke ich mal, alle Kinder Gottes. Und wenn man sich entscheidet für ein Kind, dann finde ich, sollte man das auch so annehmen. Mhm. Und nicht, nicht wie ein Katalog, ich habe was bestellt, es passt mir nicht, weg damit. Also das ist meine Einstellung und wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester das sehen sollte, dann bitte die Patientin informieren. Es gibt verschiedene Lösungen, verschiedene Wege und erst dann kann man sich die Entscheidung selber als Patient nehmen und nicht, dass man da mehr oder weniger gezwungen wird. In einer Woche muss man sich entscheiden, das Kind abzutreiben. Mhm. Und bevor ohne irgendwelche Informationen noch gegeben hat. Und die Frage ist danach, wie fühlt sich diese Frau, die abgetrieben hat? Da redet keiner mehr. Hat diese Frau Depressionen? Wie fühlt sich dieser Patient nach so einer Abtreibung? Das ist ja auch keine einfache Sache für die Frau. Auch das ist ein riesiger Einschnitt in ein Familiensystem. Ja. A bei der Frau, B bei dem Ehemann oder potenziellen Vater, bei den Geschwistern. Das macht was in der Geschichte einer Familie und ich finde es nochmal stark, dass Sie das so eindrücklich sagen. Ja. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Lili, krieg ich 5. Yeah. Ciao. Alles Gute für dich und alles Gute für Sie. Gott befohlen, danke sehr und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Angedacht. Montags immer ein neuer Impuls um 10 Uhr. Tschüss. Das ist jetzt mal richtig cool. Cool, oder? Das war Angedacht, was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls.